Dann los! Ah! Mann! Oh. Als Kampfsystem macht echt Spaß, dadurch, dass du dieses dieses Ausweichen hast. Es macht echt Fun, muss man sagen. Also macht Spaß. Hat eine krasse Dynamik, finde ich. Das habe ich so noch nicht gespielt. Also das Ausweichen so hart in den Kampfmodus quasi integriert ist. Finde ich gut an sich. Bis jetzt finde ich das Spiel richtig gut, ehrlich gesagt. Also generell alles bis jetzt. Oha. Lockdown. Da liegt jemand. Das gefällt mir nicht. Ah, Leben. Wird das gleich einverleibt? Ich glaube ja, wir sind nämlich wieder grün. Da liegt noch was. Gut, hier wird alles gehighlightet. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Ja, ja. Das hat, siehst du, was deine Veränderung gebracht hat? Ich wette, das haben die selber ausgelöst für diesen ganzen Dings. Bin ich mir fast sicher, dass die irgendwelche Experimente hier gemacht haben. Sowas würde ich schon vermuten, ehrlich gesagt. Lockdown. Code 51. Da kommen wir durch den Lüftungsschacht. Soweit sehe ich erstmal weiter nichts hier. Also wie gesagt, es ist alles geheilert, das man aufheben kann, also es ist jetzt nicht so schwer. Ist heutzutage den Spielen generell so geschuldet, denke ich mal, generell so, denn der Spieler schafft auch. Keiner will mehr irgendwie suchen und machen und tun. Muss immer alles gleich schon da sein. Diesen Trend habe ich gerade, also diesen Trend bemerkt man irgendwie, finde ich. Früher waren die Spiele von der Umwelt her viel schwerer, nicht vom Spiel an sich. Es wird immer enger hier. Wo bist du? Ja, ich beeil mich doch schon. Die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Ja, wo war ich? Ach so, ja, früher waren die Spiele viel schwieriger. Sie Resident Evil, Dino Crisis. Oh, da ist noch ein... Oh, shit. Oh, muss mich beeilen. Oh, shit, zwei. Nein! Wo willst du hin? Jetzt bleibst du hier, Junge. Wow! Der Schild wird auf! Okay, das ist ein Bug. Puh! Harter Kampf, aber wir sind noch grün, also wir haben keinen Schaden gekriegt, soweit. So, da nehmen wir hier unsere Credits mit. Die gehören uns. Von da sind wir gekommen. Habe ich gerade irgendwas leuchten gesehen. Aber kann nur eine Blendung gewesen sein. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas da reinwerfen, damit es ausgeht vielleicht. Hier hoch vielleicht. Oder wir müssen natürlich einfach hier hochgehen. Kann natürlich auch sein. Kontrollzentrum. Würde Sinn machen. Ja, Elektroschocker, nice. Jacob, hast du was gefunden?
Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Die Frage ist, ob wir den Jacob vertrauen sollten. Das weiß ich ja nicht ganz. Ja, ja. Toll, easy. Wird ganz, ganz einfach. Bloß. Hier ist der Werkbank. Kehre zum Wachturm zurück. Aber die kann man noch nicht benutzen. Entweder kann man die noch nicht benutzen und die kann man gar nicht benutzen. Aber erinnert mich stark an Dead Space. Da gab es ja auch diese Werkbänke, wo du diese Waffen selber konfigurieren konntest. Das war ein cooles Feature. Aber ich fand es auch sehr komplex und ich habe nie gewusst, was richtig ist. Ehrlich gesagt. Aber man ist halt gut durchgekommen mit den Waffen, die man so findet bei Dead Space. Ich freue mich schon ein bisschen am ersten Teil, auf das Remake, ehrlich gesagt. Schade, dass es keine Waffen gibt hier. Ich brauche Hände, ich brauche eine richtige Knarre, Alter. Ich muss das wegballern. Okay, soweit sehe ich erstmal weiter nichts. Zugangshalle hier verschlossen. Da kommen wir also nicht weiter. Zu durch zu mir. Ach, da ist ein Schalter. Okay. Die Tür ist offen. Ja. Ja, er hat eben noch von Abballern gesprochen, der alte kleine Dave. Das Einzige, was er weggeballert hat, ist leider seine Tonspur. Also irgendwas hat hier nicht hingehauen. Und deswegen hört ihr mich jetzt einen Tag später aus dem Off nochmal quasi. Also ich bin jetzt quasi nicht mehr lippensynchron zu meinem kleinen, kleinen Dave da rechts oben in der Ecke. Aber ich versuche euch natürlich jetzt so weit wie möglich das zu, wiederzugeben, was passiert ist. Also wir sind jetzt hier lang gelaufen. Ihr seht das ja in der Tat. Muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Hier sind wir durchgeklettert. Ja, da kann ich drunter weg. Das ist sehr gut. So, gucken wir mal. Er hat ein bisschen Schiss, der Dave, so wie es aussieht. Da liegt noch eine Leiche rechts. Weiß nicht, ob er die sich anguckt. Ne, natürlich nicht. Rennt einfach durch. Hier ist verschlossen. Mit E können wir öffnen. Das ist gut. Hallo? Naja. Da liegt noch mehr Leichen. Überall Leichen. Es liegen überall Leichen rum. Vielleicht ist meine Tonspur mit dabei. Quasi. Die Leiche, der Tonspur. Hier können wir noch öffnen. Fast hier geht's weiter. Fast geschafft. Wir haben es gleich geschafft. In den Turm zu gelangen, zu Elias. Und von da an wird hoffentlich alles besser. Okay. Hier ist noch ein Injektor. Den kann man wahrscheinlich sehr gut hier brauchen. Und da vorne sehe ich, ihr seht es wahrscheinlich noch nicht. Außer ihr habt Vollbild bei YouTube an, aber da vorne sind auf jeden Fall Zombies. Wenn es denn Zombies sind, ich weiß es ja gar nicht, ich sage immer Zombies. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, und da kommt alle um die. Oh, auf. Ja. Okay. Ich weiß noch, dass ich schon nachgedacht habe, dass dieser Elektroschocker nicht so gut ist. Und von hinten kommt noch einer. Okay. Den konnten wir ausweichen. Und da ist noch einer und den habe ich leider nicht mehr gekriegt. Nee, da konnte ich noch mal abwehren. Und da ist der zweite, da kannst du vergessen. Okay. Aua, 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 nicht als Gesicht. Aua, das ist mein Kapital. Okay, unser erster Tod, der erste Tod des Abends oder der erste Tod des Spiels. Leider. Hier habe ich natürlich einen guten Witz gemacht über Tod. Hat mich jetzt auch nicht schlimm geärgert, ehrlich gesagt. Solche Sachen passieren einfach. Wir spielen jetzt auch nicht auf der ganz leichtesten Schwierigkeitsstufe, sondern Mittel. Und das Spiel soll uns auch ja einen gewissen Impact bieten. Das Kampfsystem möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen. Das ist wirklich sehr gut. Und es macht sehr viel Spaß. Es ist unglaublich dynamisch. Also habe ich selten erlebt, so ein dynamisches Kampfsystem.
Also Nahkampfsystem, selbstverständlich. So, habe ich nochmal in mein Inventar geguckt, ob ich noch einen Injektor habe. Habe ich überlegt, ob ich einen Injektor nehme. Oder wann ich den Injektor nehme, das weiß ich noch. Da habe ich überlegt. Und jetzt gehen wir nochmal in den Kampf. Achtung, Spoiler, ich werde es wieder nicht schaffen. Ich habe so das Gefühl, ich schaffe es wieder nicht. Jetzt habe ich überlegt und das Coole zu gesagt zu dem Thema. So. Sitz! 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 Shit. Ja, jetzt haben wir schon rot. Eigentlich müssen wir jetzt den Injektor nehmen, aber man hat da einfach keine Zeit dazu. In dem Fall und wieder tot. Ich sag ja, ich hab's nicht nochmal, ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, beim dritten Mal haben wir es dann geschafft. Ist halt, wenn da mehrere von denen kommen, ist es schwierig mit den Nahkampfwaffen. Aber dadurch, dass das Ausweichen auf den normalen sich Bewegungstasten, also Bewegungstasten liegt, ist das natürlich sehr einfach, sehr intuitiv. Alarm! Alarm! So, hier habe ich jetzt versucht, die Sache zu umgehen. Ich weiß, dass ich hier gesagt habe, oh, hier waren wir schon mal. Hier waren wir in der Tat schon mal. Wir haben hier geöffnet. Am Anfang, erste Folge. Wer das sehen will, natürlich unten in der Infobox ist die Playlist verlinkt. Selbstverständlich. Und dann musste ich natürlich jetzt hier wieder zurückgehen. Ja, da kommt schon der erste. Ausgewichen. Und dann haben wir schön wieder ausgewichen. Hat gut geklappt an der Stelle. So, gleich auf den Rücken achten, genau. Sehr gut. Dave ist landfähig. Das ist ja mal was ganz Neues. So, und hier bin ich ein Stück zurückgelaufen, um mich da quasi erstmal zu orientieren. Was an sich immer eine gute Idee ist. Lage sondieren. Angriffsplan schmieden. Injektor nehmen, natürlich. Hinter uns ist nichts. Dann greifen wir die mal an. Okay. Ich habe mich oft umgeguckt, um eventuelle Feinde vorher zu sehen. So, hier habe ich überlegt, ob ich die umschleichen kann. Was aber nicht funktioniert, weil man muss da über diesen... Tunnel drüber wegklettern. So, hier, komm. Nimm so viel, wie du brauchst. Er ist tot. Ich vergesse immer, die Leute zu looten. Gerade in so Gefechtssituationen, wo so schnell alles geht, vergesse ich immer, die Leute zu looten. Aber ich denke mal, das ist okay. Ja, klettern immer noch mit E. Nicht mit Leertaste. Jetzt bin ich hier hochgelaufen. Also quasi hab den hierher gekitet, weil er kommt jetzt hoch. Da habe ich mich für sehr schlau gehalten an der Stelle, das weiß ich noch. Okay. Ja. Haben wir ein paar Credits. Alarm! Okay, ich habe da jetzt einen Zombie gehört, aber ich sehe keinen. Und wir müssen auch, glaube ich, darüber. Das habe ich dann erkannt. Achtung! Achtung! Mit meiner unglaublichen Schleue. Und dann sind wir. Und da hier habe ich gedacht, jetzt kommt da bestimmt noch ein Zombie oder was, der dich auf dem von der Plattform runter kicken will. Aber kam nichts. Zum Glück. Jetzt endlich treffen wir Elias.
in Fleisch und Blut und von Angesicht. Hoffe ich zumindest, oder? Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay, ich schicke Squad 9 rein. Sir, Squad 9 ist ausgelöst. Position halten! Wir schaffen es nicht! Rückzug! Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole, Schusserlaubnis erteilt. Yes. Du? Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab und dann geht dir alles in den Arsch? Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das ist mein König. Du kannst es haben. Komm schon! So, Captain Ferris. War doch nicht Elias. Ich dachte, wir treffen Elias an der Stelle und dann kommt in Wirklichkeit Elias, Captain Ferris. Ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Ach, der ist nicht tot. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Hier ist noch ein Audiolog. Das würde ich mir dann gleich direkt anhören. Captain Ferris hätte mit uns zusammenarbeiten können eigentlich, ne? Hätte er nicht einfach uns angreifen müssen? Weiß ich nicht. Ganze Gefängnis voller Zombies. Ich weiß nicht, ob da nicht zusammenarbeiten die bessere Wahl gewesen wäre. Hören wir uns das mal an, was der zu sagen hat. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Nur Marlos Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Okay, war jetzt nicht so viel Information. Er ist halt sehr gelangweilt von seinem Job, so kommt es einem zumindest vor. So, und mehr Audiologs haben wir jetzt aktuell nicht. Aber wir werden es natürlich alle anhören, die wir finden, logischerweise. Ob wir jetzt alle finden, kann ich leider nicht sagen und möchte ich auch nicht versprechen. So, dann weiter zu Elias, hoffentlich diesmal wirklich. Wer weiß jetzt, wer jetzt noch kommt und uns ans Leder will. Resam, öffne dich. Immer die Ecken abgucken. Ich glaube da schon, bin da ein gebranntes Kind. Ich habe mich ein paar Mal erschreckt. Also in der Aufnahmesession hatte ich mich bestimmt insgesamt so 6-7 Mal wirklich erschreckt. Scarejumps. Und hier habe ich mich gewundert, was ist hier los? Hier in den DNA-Strang. Also hier Sample-Test, DNA-Sample-Test. Das war komisch. Und dann unser Gesicht. 532, unsere Insassennummer. Und ich habe nicht verstanden, warum. An der Stelle. Ich glaube, ihr auch nicht. Da draußen an den heimischen Empfangsgeräten. Biometrischer Scan, unsere Fingerabdrücke. Wieder unser Gesicht, unser Gesicht. Verstehe nicht, was wir haben irgendwas damit zu tun. Hier ist irgendwas, entweder was wir hergebracht haben oder wir sind selbst irgendwie biochemisch verändert worden. Weiß ich nicht. Weil wir haben ja ein paar Tage geschlafen, so wie es aussieht. Also ich habe ja nicht mitgekriegt, wie sie den Kopf rasiert haben und so weiter. Da steht was, habe ich vorgelesen, aber das war alles nur so Kauderwelsch. Proceed to the next checkpoint. Soll dann weitergehen quasi. Hier ist irgendwas ganz massiv im Gange gewesen und das hat diesen Ausbruch ausgelöst, vermutlich. Und ich hoffe, wir treffen noch die Takamura wieder, vielleicht hat die Antworten für uns. Also die die Dame, die uns zum Absturz gebracht hat. Nachwirkung. Nächstes Kapitel. Nachwirkung. Was verschlossen, da komme ich auf jeden Fall nicht wieder zurück. Notwendigkeit. Hier ist der Warden. Tun, was getan werden muss. Mhm. Schwere Entscheidungen treffen. Als Ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für Sie,
Für diese traditionsreiche Institution. Zum Wohle der Menschheit. Das ist wohl seine Einführungsansprache gewesen. Weiß ich nicht. Weiter im Text. Lokalisiere Elias im Wachturm. Das sollte uns ja jetzt gelingen. Okay. Da habe ich gedacht, jetzt so ein Roboter wieder, der uns angreift, aber der ist irgendwie lädiert. Selbstdiagnose hat initiiert. Reflektier dich mal, genau. Okay, lässt uns in Ruhe. Da ist eine Werkbank mit Schleim. Aber die kann ich nicht benutzen, die Werkbänke, ne? Okay. Angreifen kann ich den auch nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Oh shit. Das war schon wieder schön am Schwertjump. An der Stelle habe ich mich fürchterlich erschreckt. Aber wer hat das nicht? Aber leider, man hört es leider nicht. So, abgeschlossen. Na dann. Muss mal heilen, weil ich war mir nicht sicher, was jetzt hinter der nächsten Tür auf uns zukommt. Deswegen dachte ich, komm, den einen Injektor, den gönnen wir uns jetzt. Oha. Ja. Okay. Hallo? Zugangshalle. Da ging es nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da muss ich mal meinen Weg suchen. Finde den Weg. Ich glaube, irgendwo durchquetschen muss. Ja, da durchquetschen. Zugangshalle. Genau. Jacob, hier drüben. Komm schon, beweg deinen Arsch. Oh. Soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Da ist was dran. Du hast was von einem Plan erzählt. Ja. Hier lang. Komm schon. So. Haben wir endlich Elias getroffen. Und ja. Warum kommst du nicht? Wir kommen nicht durch. Also sein Körper hat eine Kollision. Jetzt sind wir durchgekommen. Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann habe ich Zeit, dich ins System zu hacken. Sehr gut. Wir sollen eine neue Waffe drucken, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Danke erstmal fürs Zusehen und wer es noch nicht gemacht hat, lässt einen Daumen da und alles. Und ja, bis später. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do it.